Das ist die erste Talkshow der Woche, die zweitletzte Demi. Ja, freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Mein heutiger Gast, der Berner Kabarettist Andreas Thiel, hat gerade einen Text geschrieben über den Koran, Titelgeschichte der Weltwoche. Er hat unter anderem den Religionsstifter und Prophet der Moslems, den Mohammed, als Kinderschänder, Massenmörder und auch als Sklaventreiber bezeichnet. Die Frage ist, warum macht er das? Was versteht er von der Sache? Was qualifiziert ihn dafür? Aber zuerst mal die Frage an dich, wer bist du? Ich bin Andreas. Und wer bist du? Ich bin der Roger. Ja, ich bin öfter so. Ja, ist gut. Ich stelle Fragen. Gut, kannst du mir noch etwas sagen zusätzlich? Oder ist damit alles gesagt? Andreas? Also, meine, wer stellt die Fragen? Weil, ich stelle Fragen. Du stellst Fragen? Ja, das ist eigentlich in dieser Sendung meistens so. Aber dann nimmt es mich Wunder, wer das ist, der mir die Fragen stellt. Ja, du bist Jod, oder? Ja. Und bist du jetzt eher so ein Papierjod oder ein Agnostikerjod oder ein gläubiger Jod? Das geht dich jetzt in dem Moment nicht an. Du willst einfach ablenken von dem, was du willst. Schöne Provokation. Was bist du für Religion? Wieso empfindest du als Provokation, wenn wir über Religion reden? Nein, wir reden ja über Religion. Aber jetzt die Frage nochmal, was bist denn du für eine Religion? Jetzt könnten wir Spiele spielen. Ja. Ich habe zuerst gefragt. Ja gut, aber ich bin der, der dich... Also, du willst die Frage nicht beantworten. Also gut, dann fangen wir es doch anders an. Wenn wir doch schauen, wer du wirklich bist, im Grunde genommen mache ich sehr viele ruhige, schöne, poetische Sachen, aber die werden schlichtweg nicht wahrgenommen. Man merkt es nur, wenn ich irgendetwas Böses sage. Genau, das war schon der richtige Stil. Du bist sehr wortgewaltig, hast auch viele Preise gewonnen. Und so Provokation ist dein Erfolgsrezept und das ziehst du eigentlich seit Jahren durch, oder? Du redest jetzt immer noch von Provokation. Jetzt beantworte mal diese Frage. Du hast mir ja nicht gesagt, was du... Glaubst du, meine Religion, ich bin Christ, ich bin auch gläubiger Christ, Buddhist. Hast du gerade gläubiger Christ bezeichnet? Gläubiger Christ, gläubiger Buddhist. Ich bin auch Pars, Anhänger vom Zarathustra. Ich bin ein Hindu, da bin ich Anhänger vom Vishnu. Es gibt sicher viele Christen, die würden behaupten, das geht gar nicht. Mhm. Ich bin überzeugt, Jesus wäre anderer Meinung. Ich bin auch überzeugt, der Buddha findet, das geht. Das geht alles unter einen Hut oder unter einen Irokesenschnitt. Genau, und was glaubst du? Ja. Nein, ich würde jetzt gerne mit dir reden. Ich weiss, du willst ablenken, weil du weißt nicht, dass wir es aufs Thema kommen. Du willst ja provozieren, nicht nur mit Worten, obwohl du als wortgewaltig giltst. Das langt aber nicht. Du musst es ja noch machen, rein äußerlich. Ich habe das Gefühl, sonst würde man dich nicht wahrnehmen. Schau jetzt, wenn ich mit deiner Frisur zum Beispiel rumlaufen würde, dann würde ich depressiv. Ja? Ich finde es jetzt zum Beispiel eine Provokation, mit so einer langweiligen Frisur rumzulaufen. Okay. Also, danke, das ist ja grossartig. Du bist wirklich ein humorvoller Mensch. Weil mit 17 hast du mal so einen Irokesenschnitt gehabt. Und irgendwann in deinem Leben ist dann irgendwie auch noch was passiert. Ich weiss nicht, wem seine Seele selber war. Was ist auf der Schale von den meisten Eier? Genau. Die Frage ist natürlich, wie exhibitionistisch muss man sein, um so etwas freiwillig zu machen? Ja, da muss man vor allem keine staatlichen Subventionen nehmen als Schauspieler. Sondern am Anfang trittst du ja auf in Theater wie Neumärkte, wo du staatliche Subventionen hast. Ja, viel Werbung gemacht am Anfang, um Geld verdienen. Die Theater, die Subventionen beziehen, die verdienen noch mehr. Zum Beispiel das Hechtplatz. Einzig keine Subventionen. Die haben Subventionen, und zwar höher subventioniert. Gehört der Stadt. Ja, eben wird viel subventioniert aus dem Kulturbudget. Ja, finde ich furchtbar. Ja, finde ich furchtbar. Wenn ich im Hechtplatz spiele, dann werden die Namen geteilt. Ein Teil geht an die Stadt und ein Teil geht an mir. Genau. Und die Stadt macht viel den schlechten Deal als private Theater. Das heisst, die verdienen noch unverschämt viel an mir. Okay. Also, du machst ein Kabarettprogramm und dort hast du eigentlich eigene Texte, machst 3 Jahre am Stück. Und dort hast du ein neues Prinzip erfunden, nämlich das Recyceln. Lassen wir es doch uns mal an. Wenn ich an Simonetta Sommaruga denke, dann kommt mir immer dieses Märchen in den Sinn von der Prinzessin, die von einem Drachen gefangen gehalten wird. Und ich bin dann der Prinz, der Simonetta retten muss. Und bin mir nicht sicher, ist sie die Prinzessin oder der Drache. Und ich bin dann der Ritter, der Evelyn Widmer-Schlumpf retten muss. Und bin mir nicht sicher, ist sie die Prinzessin oder der Drache. Das heisst, du lieferst keine scharfsinnige Beobachtungen, Einsichten, sondern billige Gags, die du ohne Scham dann recycelst auf verschiedene andere Personen. Das zeigt jetzt, wie austauschbar Politiker sind. Ihr Text über einen Krieg, der praktisch sämtliche Konflikte in den letzten 15 Jahren mitgemacht hat. Man muss praktisch nur die Akteure wechseln. Es geht immer aber wieder. Aber vielleicht, wir haben noch ein zweites Beispiel, das genau das Gleiche ist. Alle Berse ist eine brennende Lunte ohne Bombe.
Ueli Maurer, das ist eine brennende Lunte ohne Bombe. Also gibt es zu viel Bundesrecht oder hat einfach Andreas Thiel zu wenig Gags? Oder muss man ja sagen, wenn er die einfach auf die anderen Leute immer anwenden muss? Ich habe nachher dort für alle Berse eine ganz andere Geschichte gefunden. Und dann aber kannst du die Frage beantworten? Findest du das okay, dass man einfach die gleichen Gags, wo einem irgendetwas eingefallen ist, einfach mehrfach verstreut und dann auf die Art und Weise billige Lachen holt? Ich spiele meine Programme 3 Jahre lang. Das heisst, es sind x 100 Vorstellungen, jeden Abend genau die gleichen Sätze. Und manchmal, wenn ein Politiker abtritt, muss ich einfach den Namen austauschen. Aha, okay. Ich schreibe alle 3 Jahre ein neues Programm. Aber ich sage mal, du bist einer, der das so ein bisschen an der Oberfläche kratzt. Und wir möchten mal ein bisschen tiefer gehen. Gut, gehen wir gerade in die Tiefe. Und zwar, du hast ja mir mal selber gesagt, du sagst, du bist kein politischer Mensch. Wenn ich nicht sicher bin, was ich stimmen soll, dann schaue ich das Abstimmungsbüchlein an, schaue, was der Bundesrat empfiehlt und stimme das Gegenteil. Also das ist natürlich auch eine Haltung, das ist eine völlig unqualifizierte Haltung. Ein bisschen pubertär, wie vieles an dir ein bisschen pubertär ist. Aber dass so eine politische eigene Einsicht haben soll, das ist schwer vorstellbar. Sag mal, Roger, ich erkläre jetzt mal den Unterschied zwischen Journalismus und Boulevardjournalismus. Kannst du auf die Frage antworten? Einer, der einfach sagt... Wenn wir jetzt nicht reden, würde ich auch nicht reden. Journalismus beschäftigt sich mit Inhalt, mit der Sache. Boulevardjournalismus, das ist das, was du machst. Du gehst immer auf Person, du schiessest auf Person. Lass mich losreden. Das ist der Unterschied auch zwischen der deutschen Polizatire und der Schweizer Polizatire. In Deutschland reden wir nur über Personen, weil die Deutschen können nur Personen wählen. Über Politik reden ist dort über Personen, reden über Politiker. In der Schweiz geht es um die Sache. Wir reden viel mehr um die Sache. Jetzt sind das unterschiedliche Dinge. Also, lass mich mal auf der Bühne kannst du monologisch 2 Stunden lang reden. Aber hier im Studio. Ich weiss, in dieser Sendung geht es nur um dich und nicht um dich. Du hast ja vorher über Leute geredet vorher und hast sie abqualifiziert auf die Art. Und ich frage mich, einer, der solche Sachen sagt über Politik, ob der qualifiziert ist, sich zu ernsthaften Themen überhaupt zu äußern. Bist du jetzt fertig mit reden? Also, lass jetzt. Wenn man um die Sache redet, dann muss man die von verschiedenen Seiten anschauen. Dann muss man mit Gedanken spielen. Man muss mit Absurdität, mit Ironie dahinter. Wenn du auf Person gehst, dann geht es immer um die Gürtellinie. Dann gehst du immer auf Peinlichkeit oder auf Schadenfreude. Du? Aber du kannst ja da ihre deine Sachen. Leute, die du... Du schiessest auf die Person. Reden wir mal über die Sache. Die Leute, die du über die... Komm, jetzt gehen wir in die Tiefe. Nein, über die, die du redest, die können nicht antworten. Du kannst da antworten. Gehen wir doch jetzt auf den Artikel. Artikel heisst der Koran, die Bibel der Gewalt. Oh, wie man hier sieht, das ist eine Handgranate und tut eigentlich ein bisschen optisch umsetzen, was du dort eigentlich dann schreibst. Was war der Sinn von diesem Artikel? Hast du den Koran gelesen? Ich habe ihn weitestgehend gelesen. Weitestgehend gelesen heisst, wie viel vom Koran hast du gelesen? Du, mir geht es jetzt um deinen Artikel. Du hast einfach gelesen und unterstrichen die Sachen, die Suren, die dir nicht geschmeckt haben, hast die zusammengefasst und hast Schlussfolgerungen genommen, oder? Können wir davon ausgehen, dass du den Koran nicht komplett gelesen hast? Nein, ich habe ihn nicht komplett gelesen. Das heisst, du weißt gar nicht... Das disqualifiziert mich, mit dir zu sagen, was du da geschrieben hast. Das heisst, du weißt nicht, über was wir hier reden. Wieso? Wieso denn? Weil du es nicht gelesen hast. Ja, aber es haben andere Leute haben gelesen. Und ich habe gelesen, was du gelesen hast. Du schreibst, Mohammed war ein Sklaventreiber, Kinderschänder und Massenmörder. Verunglimpft also der Prophet der Moslems auf diese Art und Weise. Und da frage ich mich, was... Willst du mit dem bezwecken? Was ist das Ziel, wenn du das auf diese Art und Weise sagst? Hast du die Biografie von Mohammed gelesen? Der Koran ist ein Teil der Biografie von Mohammed, oder? Und den hast du auch nicht gelesen. Mal, das habe ich nachgelesen, ja. Aber ich frage dich, kannst du mir etwas sagen, Geschichte von der Sklaverei? Was weißt du über die Geschichte von der Sklaverei? Nur einfach mal einen Aspekt von diesem Vorwurf. Du weißt, dass der Mohammed Karawanen überfallen und Frauen und Kinder versklavt und Männer geköpft und Beute gemacht. Das stimmt. Aber weißt du das? Dass das seit dem Altertum, seit dem Stammvater Abraham von allen 3 Religionen, auch von deiner Religion, Sklaverei ist üblich gewesen, im ganzen Mittelalter ist es üblich gewesen, bis 1860 in Amerika. Und wenn man das heute... Hast du jetzt ein Plädoyer für Sklaverei? Findest du das gut? Überhaupt nicht. Aber wenn man aus heutiger Sicht Sklaverei verurteilt, ohne zu wissen, dass das über Jahrtausende eigentlich das Grundprinzip war und dann ein Religionsstifter so denunziert, dann finde ich das schändlich. Findest du aus damaliger Sicht Sklaverei gut? Ich kann es nicht aus damaliger Sicht beurteilen, ich kann es aus heutiger Sicht beurteilen. Findest du es gut? Sklaverei? Aber ich kann nicht. Dann müsstest du auch den Stammvater Abraham
müsstest verurteilen. X andere Leute. Das ganze Mittelalter war nur voller Sklaverei, inklusive der Schweiz. Wenn du vorhin schon Beispiel gesagt hast, rede ich über alles, über jedes Thema. Und ich auch schon über Juden und über Hindus und über Christen, x-mal über den Papst gesagt. Hier geht es jetzt mal um den Koran. Also reden wir über den Koran. Ja, aber wieso tust du das? Und du sagst, er sei ein Massenmörder. Massengeschichte ist voll von Leuten, die Krieg geführt haben. Die Französische Revolution, ich glaube, du betrachtest dich als Kind von der Aufklärung. Die Französische Revolution hat die Aufklärung gemacht, hat 200.000 Leute geköpft. Das ist oder? Furchtbar, oder? Das ist eben schrecklich. Ja, macht das jetzt Mohammed besser? Nein, aber es macht ihn auch nicht schlechter. Ich sage dir, dass du mit deinem oberflächlichen Wissen überhaupt keine historische Dimension in das hineinbringst, sondern du bist einfach ein Anstifter, einer, der Unfug in die Welt setzt, um Aufmerksamkeit überzukommen. Also der von uns, der kein Wissen hat über den Koran und über Mohammed, das bist ja du. Aber ich habe geschichtlich bin ich ein bisschen besser qualifiziert als du. Weil, ich meine, ich habe deinen Background angeschaut. Du bist ein Kabarettist, der hier und da ein paar gute Sprüche macht. Aber ein geschichtlich fundiertes Wissen hast du einfach nicht. Und darum frage ich mich, wir sind jetzt in einer ganz schwierigen Zeit. Wirklich, oder? Und Religionen sind das Gefährlichste vom Ganzen. Und Religionskriege sind das Allergefährlichste. Wenn wir jetzt Religionskriege haben, willst du da mithelfen, wenn du die Bombe da zeigst, dass wir weiter einen Religionskrieg haben? Da gibt es der Orientalist, Professor für Orientalistik, Manfred Schlapp, das ist ein Österreicher. Der liest den Koran auf Altarabisch und sagt, dass es auf Altarabisch noch blutiger ist als die deutsche Übersetzung, die ich geschrieben habe. Er sagt, es gibt drei Skandale, was der Islam anbelangt bei der heutigen Zeit. Das ist die Islamophobie, es ist die Religionsfreiheit und es sind die vier Affen als Grundhaltung. Die Islamophobie ist der Skandal, dass Kritik am Islam heute sofort mit Islamophobie gleichgesetzt wird. Also mit Rassismus. Bin ich deiner Meinung? Der Professor Schlapp der schreibt in einem Buch, das im Februar rauskommt, in einem Schweizer Verlag, Offizienverlag, das heisst, Islam ist nicht Salam, das heisst so viel wie Unterdrückung ist nicht Frieden. Er sagt, dass das von saudischen Wahhabiten eine Propagandastrategie war, um jede Kritik am Islam sofort als Rassismus zu denunzieren. Der Khomeini hat die Propagandastrategie gefahren. Ich verstehe nicht, was du jetzt redest, über Bücher, die noch nicht rausgekommen sind. Ich werde dir Sachen erklären, die du nicht weißt. Nein, ich frage dich nur, ich frage dich etwas Konkretes. Religionskrieg. Wenn wir jetzt, nachdem wir schon einen Kampf haben oder eine Auseinandersetzung haben zwischen Kulturen, wenn wir noch einen Religionskrieg haben, weil über Religionen kann man faktisch nicht diskutieren, weil es ist nicht rational. Weil du sagst zum Beispiel auch noch Folgendes in deinem Text, es sind die gesammelten Hasstiraden Mohammeds. Es ist eine Unverschämtheit, diese menschenverachtenden Phrasen als Weisheit oder gar als Wort Gottes zu verkaufen. Also, du kannst beurteilen, was man als Wort Gottes verbreiten und was nicht. Im Gegensatz zu dir habe ich den Koran gelesen. Ja, aber ist gleich. Aber du, Wort Gottes. Wer soll beurteilen, was Wort Gottes ist? Das ist doch völlig in einer anderen Sphäre. Da kann man doch das nicht als Unverschämtheit bezeichnen. Sondern wer glaubt, der weiß nicht, sondern der glaubt oder glaubt nicht. Wenn einer x-mal schreibt, du musst alle Juden verfolgen und umbringen, dann finde ich, ich glaube nicht, dass das Wort Gottes ist. Und das sage ich auch. Ja, aber das Wort Gottes. Wir haben die Inquisition, ich muss nicht alles aufzählen. Wir haben Kreuzzüge, wir haben Päpste, die gesegnet haben, die nach Amerika gegangen sind, um die Indianer umzubringen, etc. Jede furchtbar, Religion. Findest du das toll mit den Kreuzzügen? Man kann doch nicht auf dieser Ebene einfach Religionen denunzieren. Und ich meine, jüdischer Gott, der auch dein Gott ist vom Alten Testament her, hat zum Beispiel die 10 Plagen in Ägypten gebracht. Würdest du sagen, es ist unverschämt, so etwas zu sagen, das sei unser Gott gewesen? Das finde ich gemein mit den Plagen. Ja, findest du auch? Weil es gibt zwei Arten und findest, aber das ist, in der Bibel steht das? Ja, im Alten Testament sind zwei Götter. Der eine ist zornig, strafend, rächend. Und der andere ist liebend und verzeihend. Ja, und das Volk Israel hat nie so recht gewusst, einer ist dem gefolgt, einer ist diesem. Im Neuen Testament ist nur noch vom liebenden, verzeihenden Gott geredet. Du kannst alle Religionen kannst du nach dem messen. Was? Entweder heisst es, der oberste Gott ist ein liebender, verzeihender, oder es ist ein strafender.
Ja, aber es geht ja nicht, nein, es geht ja nicht in erster Linie nur darum, was dort steht. Jedes Mal, wenn es tiefer geht, du abblocken. Nein, ich habe es verstanden. Das ist, weil du an der Oberfläche kratzt, weil du ein Boulevard-Journalist bist. Ja. Und du bist ein Boulevard-Politiker oder Journalist. Du bist gar kein Journalist. Du maskierst dich nur als Journalist. Du bist gar kein Journalist. Also, was sagst du zum Beispiel? Muslime sind böse gesagt irgendwo im Übergang zwischen Neandertaler und Homo sapiens stecken geblieben. Das ist übelster Rassismus. Das ist also etwas vom Allerschlimmsten, was ich je gelesen habe. Und da muss ich einfach sagen, wie kommst du da? Moment, wer hat das gesagt? Wer? Andreas Thiel, Berner Zeitung, 31.12.2012. Also, den Satz mag ich mich nicht erinnern. Ja. Aber es tut mir leid. Jetzt... Ja, was heisst das? Ich kann mich nicht erinnern. Du hast nicht in der Zeitung gesagt. Es ist sogar in deiner Zeitung gekommen, wo du deine Kolumne geschrieben hast. Du hast das sicher abgesegnet gehabt und willst jetzt einfach nicht darauf eingehen. Das zeigt Basis für dich. Du bist ein Rassist und zwar ein ganz übler. Du bezeichnest Moslems. 1,6 Milliarden gibt es davon. Das ist die zweitgrößte Religion der Welt. Gerade nach den Christen. 2,2 Milliarden. Als Untermenschen. Nimm da bitte Stellung zu dem Satz. Nimm ich sehr gerne, sobald du fertig geschwätzt hast. Ja, kann ich es fertig schwätzen. Also erstens mal, den Satz mag ich mich nicht erinnern. Kann sein, dass ich den irgendeinen Zusammenhang gesagt habe. Und es tut mir übrigens leid, ich habe gar keine Liste dabei von irgendwelchen komischen Sätzen, die du jemals gesagt hast. Aber es gibt keine Sättigen von mir. Ich habe überhaupt noch nie einen Satz gefunden von irgendjemandem, der so schlimm ist, der zeigt, du bist dort in Pakistan oder in Kaschmir und bist zurückgekommen und das war deine Quintessenz. Und da muss ich sagen, Andreas Thiel, das ist grusig. Weißt du, ich hätte eine Idee für dich. Du könntest mal deine eigene Sendung anschauen. Dann nimmst du alle unbrauchbaren Sätze irgendwie aus einem Zusammenhang. Und dann hast du eine Sendung und sagst, schau, der schrott alles schon. Und ich gesagt, es wäre eine sehr lange Sendung. Ja, aber der Rassismus auf dieser Art, einfach sich so zu äußern. Und das ist dann das Produkt davon, ist dann so ein Artikel, wo du den Koran und den Mohammed auf diese Art und Weise darstellst. Und ich frage dich jetzt, wir haben jetzt wirklich eine ganz heikle Situation mit IS, oder? Und ich frage mich, du wirfst ja eben am Koran vor, er sei intolerant, er sei hasserfüllt, er sei fundamentalistisch. Das bist du eben auch. Mit so einem Text bist du genau das, was du denen vorwirfst. Und genau das können wir jetzt nicht brauchen. In einer Zeit, wo es Anschläge gibt... Sag mal, schwätzt du immer so viel, wenn du Gäste hast? Kannst du mir mal dazu eine Stellung nehmen? Ja, du hast 50% Redezeit. Lange dir das nicht? Ich bin zweifel. Auf der Bühne hast du 100%. Im Moment bin ich bei 10%, denkt es mir. Aber das zeigt deine Fehleinschätzung. Wahrscheinlich hast du einen Realitätsverlust. Also bitte. Also, wir kommen zurück zum Orientalist-Professor. Nein, ich komme jetzt doch zum Thema. Du kommst immer mit Rassismus. Ja. Islam ist eine Religion. Jeder kann Moslem werden. Mit Rasse hat das überhaupt nichts zu tun. Also, schau mal, ich habe das... Dass der Islam unter Religionsfreiheit geht, ist eine Frechheit. Das sagt auch ein Orientalist, auch der Professor Schlapp. Weil wenn du den Koran liest, merkst du, dass es nichts mit Religion zu tun hat, sondern dass es eine Staatsideologie ist. Im Koran wird nur die Anleitung geben, wenn wir die Leute unterwerfen und unterdrücken. Wenn das unter Religionsfreiheit geht, dann muss der Nationalsozialismus und der Sozialismus auch unter Religionsfreiheit laufen. Umgekehrt, es ist genau umgekehrt. Hast du «Mein Kampf» gelesen? Ja, das habe ich gelesen, ja. Hast du das toll gefunden? Nein, das habe ich nicht toll gefunden. Also, du willst einfach immer ablenken. Wir haben in Deutschland eine neue Bewegung, die heißt Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, vor allem in Dresden, immer am Montagabend, heute Abend auch, gehen die Leute auf die Straße gegen die Islamisierung. Ist das auch dein Ziel, dass du so eine Bewegung willst in der Schweiz sehen willst? Du gibst keine Antwort, ich weiss. Doch. Ein weiterer Skandal. Und das ist auch noch mal der Orientalist, der Schlapp sagt. Frechheit ist noch, dass wir die wichtige Debatte über den Islam mit dem blutigen Inhalt des Koran, dass wir die nicht selber führen, sondern dass wir diese Debatte überlassen an ein paar Chaoten am rechten Rand. Und das ist, weil wir, er sagt, die vier Affen spielen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, nichts denken. Aber müsste man nicht, statt dass man so etwas macht. Der Koran ist blutrünstig. Nein, ja, aber. Ja, wo ist das Problem? Wir haben den Koran erlebt, wir haben den Islam erlebt im Mittelalter, in Spanien, in Marokko. Wir haben erlebt eine aufgeklärte Gesellschaft über Jahrzehnte in Ägypten. Wir müssten doch schauen, dass wir gegen die Fundamentalisten sind. Die das wörtlich nehmen, so wie es du wörtlich nimmst. Und schauen, dass die in die Nähe von der Aufklärung kommen. Aber indem du sie so in die Ecke drängst und so beleidigst,
würde ich sagen, tust du natürlich einfach nur anschüren und aufhetzen etc. Und da frage ich mich, weil dein Artikel hat ja relativ wenig Echo. Du bist jetzt schon bei 95% der Redezeit. Ja, du bist einfach ein... Du bist ein Witzbold, die jeder überzieht. Dein Artikel hat ja relativ wenig Echo gehabt. Weniger als die Mohammed-Karikaturen von 2005. Du bist eigentlich ein enttäuscht. Wegen des Aufhetzen. Dort Mohammed im Koran. Wenn ich hier darüber die Wahrheit schreibe, dann ist meine Motivation ist Aufklärung. Einer, der die Wahrheit skandalisiert, das ist einer, der so macht wie du. Aber der Skandal ist, dass wir nicht darüber reden dürfen, dass das so blutrünstig ist. Ich habe recherchiert. Den Koran lesen und einfach zu Uhren anstrichen, ist nicht recherchiert. Ja, das den Koran dreimal gelesen, ja, ist gut. Das ist gar nicht gut. Gelesen. Okay. Hast du das tibetische Totenbuch gelesen? Jawohl. Aber ich habe noch ein paar andere Bücher, die ich gelesen habe, die du noch einmal davon gehört hast. Tatsache ist, dass das keine Recherchen sind, sondern du benutzt das für eine Philippika gegen einfach den Bevölkerungsgruppe in der Schweiz, gegen eine ganze Religion. Und sagst, das ist Aufklärung. Der Koran kann jeder lesen, das ist keine Kunst. Aber wenn man dann noch so etikettiert und so darstellt und als Bombe darstellt, dann ist man für den Unfrieden, dann ist man wirklich einer, der zündet an den Religionskrieg. Einer, der hässig wird, wenn du die Wahrheit sagst, der hasst die Wahrheit. Oh je, wenn du alles zitieren willst, was jemals geschrieben worden ist, und sagen, wir müssen auf das gehen. Nein, wir müssen auf die heutige Zeit gehen. Und wie hast du... Schopenhauer hat vor 200 Jahren gesagt, er hat im Koran keinen einzigen Satz gefunden, der brauchbar ist. Ah, ja. Der Voltaire hat das Gleiche gesagt. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt ganz viele Orientalisten. Was willst du, dass jetzt die 1,6 Milliarden Moslems oder die 400'000 in der Schweiz sagen, jawohl, wir haben die falsche Religion, wir müssen deren abschwören, wir müssen so werden wie der Herr Thiel? Moslems haben dringend Aufklärung nötig. Mhm. Meinst du, mit dieser Methode werden die aufklären, wenn man sie so in die Ecke stellt? Über den Koran reden. Aha. Gut, also, du hast ja über den Koran geredet, du hast dann so reagiert. Letzte Woche wurde ich plötzlich von christlichen Fundamentalisten entführt. Die christlichen Fundamentalisten hielten mich in einem Keller der Weltwoche-Redaktion gefangen und folterten mich. Dann zwangen sie mich, einen kritischen Artikel über den Koran zu schreiben. Also, das heisst, du banalisierst deinen eigenen Text noch, oder? Auf die Art und Weise. Versuchst jetzt noch einen Joke daraus zu machen. Und zwar ziemlich billig, ein bisschen political correct. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen gegen die christlichen Fundamentalisten. Was weißt du über den Buddhismus? Ja, sehr viel. Sehr viel. Ich weiss, du wolltest immer ablenken. Übrigens, nein, genau bist du schon mal das. In Bhutan gewesen? Es geht bist genau du schon mal das. In Nepal gewesen? Nein. Also gut, ich kann ja dir x Sachen auch sagen, wo du keine Ahnung hast. In Ladakh verbracht. Was? Ja. Okay. Dort ist aber der Buddhismus noch einmal der rechte Bhutan. Bist du Dalai Lama? Bist du schon mal in Burma gewesen? Nein. Also, komm, also hör doch auf, also. Du lenkst einfach ab. Du willst einfach nicht auf das eingehen. Das. Ja, ich finde das lächerlich und peinlich. Das und macht ich, ja, und ich muss das einfach hat aber sagen, sehr viel mit Buddhismus zu tun, dass du was? Das lächerlich und peinlich findest. Ah ja? Mhm. Und wieso? Buddhismus. Im Buddhismus geht es nur darum, emotionale Distanz zu allem zu wahren. Aha. Nicht immer so emotional, ja. Sich vor allem los ja, aufregen. Es gibt gewisse Sachen, die ich ja. Nicht so leicht tolerieren kann. Und du bist immer unglaublich emotional dort. Das ist, im Buddhismus ist das die Definition von Humorlosigkeit. Mhm. Gut. Aber im Buddhismus gibt es Liebe. Und was du machst, ist Hass, oder? Das ist es. Du bist ein Hassprediger. Du bist genauso schlimm wie die Hassprediger. Und ihr könnt euch treffen, du und Nicolas Blanchet, der da gesessen ist, vom Islamischen Zentralrat. Ihr könnt euch treffen, könnt jetzt aufeinander losgehen und schauen, dass es bei uns klopft. Es gibt zwei Leitsterne. Die Liebe und die Wahrheit. Ja. Und das wenn das die Wahrheit Hass auslöst, mhm. Der hasst die Wahrheit. Der ist bei diesem Gott daheim, der zornig. Strafend. Ich halte nichts von dem. Mein Gott ist ein liebender, verzeihender Gott. Das ist der Gott vom Buddhismus. Ja, aber wenn du die anderen so abmachst, dann ist das eine Hassschrift. Eine Hassschrift, die nur Hass aus dir rausströmt. Dass du das nicht checkst. Du hast das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, du glaubst, das sei Liebe, wenn du sagst, der Mohammed ist der schlimmste Religionsstifter auf allen Zeiten. Und ich habe es herausgefunden. Du verwechselst jetzt den Inhalt vom Koran mit dem, der über den Inhalt berichtet. Der Inhalt des Koran ist voller Hass. Ja, und wenn ich ist. Sage, passet auf, das nicht... Buch ist voller Hass, ja. Dann kannst du mir nicht
Hass vorwerfen. Das ist Aufklärung. Nein, man könnte. Nein, Aufklärung. Jeder kann den Koran seit 1500 Jahren lesen. Aber oder du hast ihn immer noch nicht gelesen. Ja, aber ich muss ihn auch nicht im Detail. Hast du jetzt wirklich das tibetische Totenbuch gelesen? Hey, du hast jetzt einfach das Gefühl, du kannst dir alles erlauben, weil ich jetzt den Koran nicht gelesen habe. Wir reden über Religion. Das ist eine tiefe Geschichte. Weißt du, der Koran, das ist heavy Geschichte. Da kannst du nicht umkasteln. Ja, aber ich habe das Alte Testament gelesen, das Neue Testament gelesen und alle und Bücher vom Neuen Testament. Ja. Ja, das ist ich maße mir kein Urteil haben über Religionen. Ich tue nicht sagen, die eine ist richtig, die andere ist falsch. Der eine Gott ist gut, der andere Gott ist schlecht. Das mache ich nicht. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Das heißt, du schaust den Nationalsozialismus an und sagst, ich maße mir kein Urteil an. Ich finde das furchtbar. Ich finde es schlecht. Es ist mein Kampf ist genau das gleiche wie der Koran. Ich habe dir einfach das Gefühl, es ist eine Staatsideologie. Du bist einfach ein aufblasener Typ, der irgendwelchen Stuss erzählt. Nationalsozialismus ist ein Ideologie war, ist keine Religion. Islam ist Ideologie, ist keine Religion. Ist keine Religion. Nein. Und die Leute, die Moslems sind, haben keine Religion. Leg, ich habe genau den gleichen Liebgott, wie jeder Moslem, der einen lieben, verzeihenden Gott glaubt. Aber was im Koran steht, das hat nichts mit Religion zu tun, das ist eine Staatsideologie. Ja. Wenn das auch das antun, mit dem Katholizismus, wo die Päpste mächtig waren, war das auch eine Staatsideologie. Mhm. Das haben wir Gott sei Dank überwunden. Aber im Neuen Testament ist nur von Liebe und Verzeihung gedreht. Und trotzdem haben Christen plötzlich irgendwie wieder an den zornigen Gott geglaubt und dann Kriege geführt. Ah, ja. Im Koran ist nur vom zornigen Gott gedreht. Wenn du den Koran liest und das glaubst, dann fängst du an, andere Menschen umbringen. Allah ist barmherzig, steht nicht drin. Es steht immer, Allah ist barmherzig und im nächsten Satz, und du musst alle Juden und Christen verfolgen und töten. Gut, das ist im Alten Testament, kann man es anlesen, ist genau dort üblich. Furchtbar, oder? Alle hat man umgebracht. Macht das den Koran besser? Nein, es ist genau aus dieser Zeit. Man hat immer Gegner alle umgebracht. Furchtbar, oder? Eben, das ist aber auch deine Frage. Findest du aber auch schlecht? Ja, klar. Auch schlecht. Aber ich würde jetzt nicht wegen dem... Und darum finde ich auch den Koran mies, weil genau das... Aber darum würde ich nicht das Alte Testament sagen, das ist eine Hassschrift, würde ich nicht sagen. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber beim Koran sagst du es. Koran tut aufrufen zum Mord und Totschlag. Das Alte Testament hat es beschrieben. Die haben sich gegenseitig Ringe eingeschlagen. Und das Alte Testament beschreibt, was da passiert ist. Im Koran wird der Mohammed aufrufen. Jeder, der das liest, ist verpflichtet, Andersgläubige umzubringen. Gut. Das war eine neue Religion. Er hat es beschrieben. Nachher die Päpste haben es gemacht und Kreuzzüge haben es gemacht. Furchtbar, das ist oder? Mittelalter. Schrecklich. Mittelalter war das. Gewesen. Und im Mittelalter ist das auch schlecht. Katastrophal. Voilà. Aber ich will nicht heute. Aber du möchtest nicht sagen. Was? Aber du möchtest nicht sagen, du denkst so furchtbar. Ich lese nämlich hier und dann das Alte Testament. Und was dort zu und her geht, katastrophal. Es ist eine Katastrophe. Aber wegen dem würde ich nicht heute aus dem Politik machen, oder? Sondern würde sagen, wir haben Gott sei Dank, nehmen wir das nicht mehr alles wörtlich. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Jeden Tag siehst du irgendeine Islamisten, die andere köpfen. Und dann sagst du, wir sollten nicht darüber Politik machen. Die machen nur, was im Koran steht. Ja, darum sage ich das. Man muss das verhindern. Man muss das politisch machen, man muss es militärisch machen, man muss es mit Überzeugung machen. Aber nicht in dem Sinne. Nein, mit Aufklärung. Du bist Das ist nicht Aufklärung. Sagen, schau mal, was in diesem Buch steht, ist böse. Okay, also. Ich glaube, das führt uns nicht weit. Wir sind du hast mich die ganze Sendung dauernd beleidigt. Ja, ja. Weißt du, klar, für Beleidigungen, dass du es machst. Ja, ich bin ein Rassist. Ich habe dich zitiert. Du hast dich selber als Rassist gehalten. Aber wir sind schon am Schluss, schon über der Zeit, wo es leider fertig war. Furchtbar, kann man vor dir reden, Zeit, wenigstens etwas rausstreichen? Du hast so viel geredet. Ja, ist gut. Das hast du jetzt fünfmal gesagt. Also, das war die Sendung. Morgen Abend im Club geht es um Schicksalsschläge. Wie gehen die Leute mit dem um? Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Trotz allem und eine ganz gute Woche.